Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja gerade schon sehr intensiv über das Thema Einbruchskriminalität diskutiert, auch über grenzüberschreitende Kriminalität, die wir hier auch zu verzeichnen haben. Dem setzt die nordrhein-westfälische Polizei das Projekt Motiv entgegen, hat da ein sehr wirksames Projekt entwickelt, ein wirksames Konzept. Und deshalb gibt es aus meiner Sicht weder einen Anlass für die Schleierfahndung, sondern es gibt ziemlich viele gute Gründe dagegen, warum wir sie nicht einführen sollten. Zum einen ist es ein erheblicher Grundrechtseingriff in die Privatsphäre aller Bürgerinnen und Bürger, die kontrolliert werden. Es wird quasi jede und jeder unter Generalverdacht gestellt, wenn anlasslose Kontrollen möglich werden. Und ich finde, vor der aktuellen Situation, und wir haben ja gerade auch darüber diskutiert, dass es subjektiv ein Gefühl der Verunsicherung in der Bevölkerung gibt. Und die Frage, die sich für uns ja stellt als Politik, ist, und da sehe ich uns auch alle in der Verantwortung, auch die Fraktionen der Opposition, die Frage ist ja, wie schaffen wir es, das Vertrauen in unsere Behörden, in die Polizei, in die Justiz, also in unseren Rechtsstaat wieder zu stärken. Und unser Rechtsstaat funktioniert, das haben wir vorhin lange und ausführlich besprochen und diskutiert. Und die Frage ist ja, wie stärken wir das Vertrauen in diesen Rechtsstaat? Und ich glaube, das tun wir nicht, indem wir jetzt anlasslose Kontrollen ermöglichen. Ganz im Gegenteil. Wenn jede und jeder fürchten muss, immer und überall kontrolliert zu werden, glaube ich nicht, dass das wirklich das Vertrauen in den Rechtsstaat stärkt. Darüber hinaus muss man auch noch mal darüber reden, wie personalintensiv ist denn eigentlich diese Schleierfahndung. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Antrag, wie viele Polizeibeamtinnen und Beamte in Bayern damit beschäftigt sind. Natürlich ist es personalintensiv. Und was Sie nicht tun in Ihrem Antrag, das wäre eigentlich folgerichtig. Sie müssten in Ihrem Antrag eigentlich beschreiben, dass wir zusätzliche Polizeibeamtinnen und Beamte für diese Aufgabe brauchen, wenn wir nicht Prioritäten bei der Polizeiarbeit verschieben wollen. Und das fände ich ehrlich gesagt falsch, das zu machen, und sehe dazu auch keinen Anlass. Und weil diese Schleierfahndung so personalintensiv sind, müssen Sie ja Kriterien festlegen, wer wird denn eigentlich kontrolliert. Wenn jede und jeder immer kontrolliert werden kann, ist ja die Frage der Kriterien. Das hat auch mein Kollege ja schon angesprochen. Und das ist natürlich anfällig dafür oder birgt die Gefahr, dass es eben auch zu Diskriminierung kommt. Ja, weil natürlich, Sie müssen sich ja überlegen, welche Gruppen mit welchen bestimmten Merkmalen kontrolliere ich denn, wenn ich nicht jeden kontrollieren will. Und ich glaube, dass wir hier in eine Diskussion kommen, die durchaus Diskriminierung anfällig ist und die wir als Grüne hochproblematisch finden. Man muss auch noch mal sagen, dass es schon heute Möglichkeiten gibt, wenn es Anhaltspunkte gibt, Personenkontrollen durchzuführen, und das wird ja auch durchgeführt. Insofern halte ich für uns als Grüne noch mal fest, dass ich die Schleierfahndung zum einen nicht verhältnismäßig finde, weil es einfach solch einen Grundrechtseingriff gibt, der die Erfolge nicht rechtfertigt. Und es gibt keinen Bedarf dafür. Wir haben den Bedarf nicht, weil wir heute schon eine Gesetzesgrundlage haben, die Personenkontrollen ermöglichen. Und insofern würden wir natürlich der Überweisung in den Ausschuss zustimmen. Aber ich kann jetzt hier schon mal ankündigen, genauso wie die SPD, dass wir diesen Antrag nicht mittragen können und dagegen stimmen werden. Applaus